Ein hoher zweistelliger Prozentsatz der Radfahrer lebt in Anarchie. Sind Sie Anarchist? Nee, also ich bin, seitdem ich Fahrrad fahre, tatsächlich jemand, der Regeln gerne mag. Die Zeiten, dass die Städte nur für Autofahrer gebaut werden, die sind auch aus Fahrlehrersicht rum. Herzlich willkommen zu einer Sondersendung von TED Atom Spezial. Ja? Normalerweise rede ich nur mit einer Person, aber heute habe ich zwei Leute hier an meiner Seite. Es geht darum, die Stuttgarter Nachrichten und die Stuttgarter Zeitung haben vor einiger Zeit eine Serie gestartet, Radort Stuttgart. Wir haben uns was gedacht, es geht ums Fahrrad. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt lassen wir einfach mal Leute aufeinanderstoßen, die die Position hier vertreten. Ich begrüße zu meiner Rechten Jochen Klima. Jochen Klima ist passionierter Autofahrer. Passionierter Motorradfahrer, ja? Und er ist noch gleichzeitig im Hobby nebenher sozusagen Chef vom Baden-Württembergischen Fahrlehrerverband. Ja? Richtig, ich bin aber auch Radfahrer. Und auch Radfahrer. Ja. Aber jetzt hier praktisch engagiert in der Rolle als Autofahrer. Ja. Okay. Und zu meiner Linken begrüße ich Thijs Lukas. Thijs war richtig? Ja, genau. Thijs Lukas. Er ist Radaktivist. Und weil man vom Radaktivismus noch nicht leben kann, hat er eben nebenher noch einen bürgerlichen Job. Er ist Ingenieur. Und er ist bei einer Firma, die hat mit Fahrrädern so gar nichts im Hut. Stimmt das? Wir haben auch Fahrräder. Ihr habt auch Fahrräder? Aber wir machen eher Boxermotoren. Eher Boxermotoren. Aber mehr sagen wir nicht. Mehr verraten wir auch nicht. Wir sagen auch nicht, dass die Firma in Zuffenhausen ihren Hauptsitz hat, oder? Besser nicht. Besser nicht. Wie kommt das bei den Radaktivisten an, wenn Sie unter Kollegen, wenn Sie wissen, der schafft bei Porsche? Oh, jetzt habe ich es gesagt. Oh. völlig in Ordnung. Also es sind die meisten in Stuttgart arbeiten irgendwo für die Automobilindustrie. Ja. Das ist bei uns nicht anders. Mhm. Wir haben, glaube ich, auch fast einen Führerschein. Mhm. Und ich bin über dieses Ding für den Autobau, für die Autoentwicklung eigentlich auch erst dazu gekommen. Mhm. Es fing an, dass ich das Autofahren in der Stadt immer schlimmer fand, weil es keinen Spaß macht, Stuttgart Auto zu fahren, sondern ich mehr und mehr rausgefahren bin. Capri-Wochen im Schwarzwald, völlig in Ordnung. Okay. Aber dann in Stuttgart im Stau stehen, Parkplatz suchen. Mhm. Und dann kam irgendwann auch noch so ein bisschen diese Ingenieursehre mit den Fahrverboten und dem ganzen Klima, dem Feinstaub. Und da habe ich mir damals gesagt, das war Ende meines Studiums, das kann doch nicht sein. Warum ist eine Stadt so schlecht aufgestellt, dass wir mit Fahrverboten arbeiten müssen? Weil das kriegen alle anderen Städte hin, warum wir nicht? Und da bin ich so ein bisschen aus meinem Ingenieursbüro raus und mir ist angeguckt und dachte, ja okay, da ist noch was anderes, das heißt Politik und das funktioniert hier gar nicht. Da hätten Sie ihn treffen können, bei irgendwelchen Ausfahrten im Schwarzwald, da sieht man Sie auch öfters mit Ihrem Motorrad, gell? Das ist richtig, aber möglichst dort, wo ich niemand belästige und wo mich niemand belästigt, wo kein Verkehr ist. Und Sie haben auch gerade im Vorgespräch kurz beteuert, Sie haben mit dem Motorrad es nicht so lärmt. Ja, also ganz bewusst. Sie dürfen durch ich habe zwar kein fahren, Elektromotorrad, aber ein normales, serienmäßiges Motorrad ist üblicherweise auch in leise zu haben. Zum Platz sage ich gleich was. Ich würde sagen, wir steigen gleich in die Materie ein. Herr Klima, wann haben Sie sich zum letzten Mal über einen Radfahrer aufgeregt? Das ist ein ganz kurioser Zufall. Das war hier auf der Herfahrt von Korntal hierher. Mhm. Und zwar direkt in Korntal, fast aus der Haustür raus, ist ein Zebrastreifen, wo ein Weg zwischen zwei Häusern rauskommt, wo ich schön vorsichtig rangefahren bin und ein Fahrradfahrer ohne abzusteigen, ohne zu gucken, ohne was, mit Karacho über den Zebrastreifen drüber ist. Ein Zebrastreifen ist ein Schutzraum, aber wenn man natürlich als Radfahrer das tut, was man nicht soll, wo man auch genau genommen gar nicht das Vorrecht hat, fahrenderweise, dann ärgert einen das. Die Frage geht nicht auch an Sie, Herr Lukas. Wann haben Sie sich zum letzten Mal über einen Autofahrer aufgeregt? Also ist schon lange her. Ich würde sagen, ich bin mittlerweile abgehärtet. Mhm. Fahre auch mittlerweile runter, dass es mich nicht mehr so tangiert, weil dann hätte ich, glaube ich, jeden Tag bei jeder Ausfahrt das so Situation. Dass es mal so richtig heftig war, da war meine Mutter zu Gast, mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren. Und da habe ich mal von außen das erste Mal gesehen, wie das ist, wenn so ein Bus, das war auch tatsächlich ein Bus, mit ganz wenig Abstand an meiner Mutter vorbeigefahren ist. Sie ist vor mir gefahren und da war vielleicht so viel Platz. Und da ist mir dann das Herz in die Hose. Ich glaube, wenn ich das selber, da hätte ich gesagt, ist mir so egal. Aber da dachte ich, okay, da habe ich Angst um meine Mutter, ich habe das gesehen. Und da ist wirklich mein Adrenalin hochgegangen und das ist auch hängen geblieben. Wir stehen hier an einem wichtigen Platz für Stuttgart. Hier beginnt die Radroute 1. Ja? Dahinter ist auch eine wichtige Route, das ist die A8. Und auf der anderen Seite geht es weiter, da ist der Radschnellweg. Der geht nach Böblingen. Der ist schön breit geteert. Sind die Radschnellwege die Zukunft, Herr Lukas? Auf jeden Fall. Es ist letztendlich ein guter Vergleich. Wir brauchen, wenn wir mehr Radverkehr wollen, auch die langen Wege. Sie haben schon gesagt, ich pendle eigentlich nach Zuffenhausen, aber mein Büro ist in Weisach, das ist zu weit. Hätte ich einen Radschnellweg, wäre das so eine Distanz, direkte Verbindung, guter Asphalt, wenig Absteigen, wo ich auch mal 20, 25 Kilometer an einem Tag machen kann. Mhm.
Also durchaus eine gute Idee, Radschnellweg. Sind Sie schon mal auf dem Radschnellweg gefahren, Herr? Nein, Lieber? Das bin ich nicht, aber grundsätzlich finde ich das auch eine super Idee, vor allem einen Weg zu machen, wo die Radfahrer wirklich zufahren können, wo sie nicht mit parkenden Autos, mit querenden Fußgängern und so übermäßig konfrontiert werden. Wenn man auf den Radschnellweg vorfahren würde, da kommt am Anfang ein Schild und da steht irgendwie ein Satz drauf von wegen, Leute, nehmt Rücksicht aufeinander. Ich vermute mal, es ist vor allem für die Fahrradfahrer gemünzt und die Fahrradfahrerinnen. Herr Lukas, wie sehen Sie das? Rücksicht ist der Kern letztlich, oder? Kommen wir nicht dran vorbei. Also die Straßenverkehrsordnung sagt es direkt im ersten Paragraph, wir müssen Rücksicht nehmen. Und stimmt das, was er sagt? Das stimmt. Ist ein wichtiges Prinzip, das sich auch alle verinnerlichen sollten, was aber nicht alle Leute hinkriegen und vielleicht auch nicht mehr wissen, wann müsste ich mehr Rücksicht nehmen. Auf dem Radschnellweg ist es jetzt so, dass wir keinen getrennten Fußweg haben, aber natürlich auch Fußgänger unterwegs sind. Und es ist ein Schnellweg, entsprechend fahren die Fahrradfahrerinnen da auch schneller. Da ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, darauf hinzuweisen, hey, achtet drauf, gerade im Sommer, wenn da viel los ist, dann ist es halt auch mal eng und da muss man mal bremsen. Ich glaube, die meisten machen das automatisch, weil ein Fahrradfahrer, der hängen bleibt in so einem Fußgänger, der fällt hin, tut sich weh, will eigentlich niemand. Aber wir denken auch nicht immer über alles nach, von daher schade, das nicht darauf hinzuweisen. Ja. Sie sind Mitinitiator des Radentscheid Stuttgart. Gibt es da 11 Punkte, die Sie fordern, wenn ich es richtig weiß? Genau. Kann man diese 11 Punkte auf 5 Sätze bringen oder ist es schwierig? Also, was geht es Ihnen hauptsächlich? Im Kern geht es uns vor allem darum, dass die Behörden, ganz klare Adressaten, Gemeinderat und Stadtverwaltung, ihre Arbeit verbessern, dass einerseits aber auch die Stadtverwaltung mehr Personal kriegt, damit sie mehr arbeiten kann. Und das, was sie natürlich machen, auch mehr an den Bedürfnissen des Radverkehrs auslegen, was in den Jahren zuvor, würde ich sagen, deutlich vergessen wurde und jetzt langsam kommt. Die Prozesse werden eingesteuert. Und dazu gehören dann ganz klar Radwege, Radschnellwege. Dazu gehört aber auch sowas wie aufmerksam machen. Wie verstehe ich Rücksichtnahme? Das gilt für die Fahrradfahrerin gegenüber den Autofahrerinnen und umgekehrt. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Die sprechen immer von Stuttgart soll Radstadt werden. Können Sie damit leben als Autofahrer, wenn Stuttgart Radstadt wird? Ja, auf jeden Fall. Die Zeiten, dass die Städte nur für Autofahrer gebaut werden, die sind auch aus Fahrlehrersicht rum. Der Fahrradfahrer ist ein wichtiger Bestandteil der Mobilität und selbstverständlich muss dem Radfahrer Platz und Raum und Sicherheit gegeben werden. Das ist heute keine Frage. Als ich vor 20 Jahren einen Führerschein gemacht habe, wäre gelogen, ich habe vor über 40 Jahren einen Führerschein gemacht. Herr Klima, da hat das Fahrrad im Fahrschulunterricht null Rolle gespielt. Es fing so an, Motor abschalten, wenn man standen stehen muss, also ein bisschen Öko-Gedanke kam rein, aber das Fahrrad hat überhaupt keine Rolle gespielt. Wie ist es heute beim Fahrunterricht? Also heute ist das ein sehr elementarer Bestandteil. Das fängt ja allein schon damit an, dass im letzten Jahr die StVO-Novelle die Radfahrer deutlich besser geschützt hat. Aber auch schon immer das Thema ist, wir hatten es gerade vom Paragraph 1 Straßenverkehrsordnung. Ich fasse es noch ein bisschen weiter. Wir haben europaweit die Vision Zero, die ja auch vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat aufgerufen wird. Und das Motto der Vision Zero ist eigentlich ganz einfach. Natürlich, das Ziel wäre keine Verkehrstoten. Dass das schwierig ist, da sind wir uns einig. Aber das darüber hinausgehende Motto ist, jeder kommt an, keiner kommt um, wenn man das mal auf einen Satz zusammenbringen will. Wie schaut es jetzt konkret beim Fahrunterricht aus? Müssen die Fahrschüler auch mal aufs Fahrrad sitzen, um das Gefühl dafür zu haben oder geht es so weit noch? Nein, das wäre wünschenswert. Allerdings ein Großteil der Fahrschüler hat ja diese Perspektive. Zumindest wenn er hier sozialisiert wurde, dann hat er ja irgendwann mal Fahrradfahren gelernt und kennt eigentlich die Perspektive des Radfahrenden. Das ist in der Tat ein Problem bei Leuten, die erst später hierher gekommen sind. Die haben diese Erfahrung nicht, denen muss man das im Fahrunterricht viel ausführlicher nahebringen. Wo Sie gerade ansprechen, Leute, die nicht so richtig mit dem Verkehr klarkommen, ich fahre auch relativ viel Fahrrad, ich muss feststellen, ich passe wirklich auf, wenn ältere Herrschaften kommen, weil ich wirklich merke, die haben es nicht drauf oder wollen es auch nicht akzeptieren, dass Radfahrer in der Straße unterwegs sind. Und Punkt 2, jetzt kriege ich wahrscheinlich böse Mails, deswegen Frauen, die ihre Kinder gerade möglicherweise zur Kita gebracht haben und jetzt auf dem Weg zum Aldi sind, die sind immer unter Zeitdruck, die fahren auch oft große Autos, da würde ich praktisch spurlos drunter verschwinden. Ist es so eine Gruppe, die Sie auch im Blick haben, Herr Lukas? Ich würde keine Gruppe rausnehmen heute, wo ich gerade dran denken musste, von wegen Fahrlehrer und welchen Einfluss. Ich habe in Bremen Fahrradfahren auch gelernt, aber auch Autofahren, damals schon Fahrradstadt. Wobei auch da noch Verbesserungsbedarf steht. Obwohl Daimler ein Werk dort hat. Größter Arbeitgeber. Man wundert sich, wie ich hergekommen bin. aber da hatte ich so eine Situation, da hat mein Fahrlehrer mir fast auf den Schenkel gehauen. Aber so Fahrlehrer haben da auch einen Effekt. Und das war
Da war er so wütend. Ja. Und mein Fahrlehrer war ein guter Mann, ja. Nicht unbedingt ein Fahrradliebhaber. Und dann bin ich so dicht an dem Fahrradfahrer vorbeigefahren. Ja. Ich sag, bist du verrückt? Und da hatte ich so mich erschrocken. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich wusste es, ich habe es nicht am Schirm gefahren, okay. Ob ich bis dahin nur Fahrrad gefahren bin. Und dann habe ich gesagt, stell dir vor, der wäre jetzt umgefallen vor dir. Was hättest du gemacht? Du warst zu schnell, du hättest nicht reagieren können. Der Kopf wäre locker unter dem Auto gewesen. Mhm. Fahr da so weit vorbei, dass wenn die umfallen, der Kopf nicht unter dem Auto ist. Dieses Bild ist hier im Kopf bei mir auch geblieben. Mhm. Und das habe ich mit nach Stuttgart genommen. Und ich kann mir vorstellen, in der Stadt, in der, ich glaube, als ich hierher gekommen bin, vielleicht 5% Radverkehrsanteil waren, ja. Da war das eben noch nicht so. Da waren quasi die Leute, die in Stuttgart waren, so wie die Zugewanderten, wie sie sagen, die einfach noch keine Erfahrung hatten mit Radverkehr und die das heute erst lernen müssen. Und Stuttgart hat eine Kultur des Autofahrens. Und Fahrradfahren ist hier, das ist noch keine Kultur. Sie fordern, glaube ich, oder ich habe gehört, 20% Radfahrverkehr. 25 ist im Gespräch. Ist es ein grüner Wunschgedanke oder halten Sie es wirklich für realistisch? Also wenn wir uns Topstädte angucken, das heißt ja immer, Stuttgart ist nicht Amsterdam, das ist richtig. Ja. Aber bei Amsterdam, Kopenhagen reden wir von 50 bis 60% Radverkehrsanteil. Wenn wir da die Hälfte schaffen, also jeder vierte Weg, den wir Stuttgart machen, ist mit dem Fahrrad, das können wir machen. Aber dafür brauchen wir einfach die Infrastruktur, den Platz und dann sind 25% greifbar. Das Abstandhalten ist auch ein Thema bei unserer Aktion, da komme ich nachher nochmal drauf wegen dieser Kesselbox. Aber ich habe ein paar Leserbriefe einfach mir angeguckt, was wir so gekriegt haben in den letzten Wochen. Interessanterweise, die Fahrradlobby scheint noch ein bisschen zu schlummern. Die wollen die Kesselbox von uns haben, um den Abstand zu messen. Die Fahrradlobby schläft noch. Es sind vor allem Leute, die sich über Fahrradfahrer beschweren. Ich zitiere mal. Einer schreibt, Fahrradfahren entlastet nicht den Verkehr. Fahrradfahrer entlasten nicht den Verkehr. Sie belasten den Verkehr zusätzlich. Das sieht doch jeder. Außerdem wird hier eine kleine Gruppe von aggressiven Menschen Narrenfreiheit gegeben. Und ein zweiter schreibt, ein hoher zweistelliger Prozentsatz der Radfahrer lebt in Anarchie. Sind Sie Anarchist? Nee, also ich bin, seitdem ich Fahrrad fahre, tatsächlich jemand, der Regeln gerne mag, auch die StVO. Ich habe hier in Stuttgart angefangen, auch wirklich mal zu achten, wie fahre ich Fahrrad, wenn ich knallhart die StVO einhalte. Und dann stellt man fest, man kommt an Orte, an Straßen, wo man eigentlich absteigen müsste oder umdrehen müsste. Ja. Weil es einfach nicht bedacht wurde. Und das war früher so eine Planung, da halten sich Fahrradfahrer eh nicht dran, die fahren dann einfach weiter. Und ich habe schon gesagt, nee, ich mache das nicht mehr, ich halte mich dran und merke mir diese Stelle und schreibe dann Brief an die Stadtverwaltung. Und so habe ich angefangen. Also diese Regeln sind wichtig und helfen auch der Rücksichtnahme. Und die Briefe haben eine Wirkung, haben Sie das Gefühl? Es kommt an, es wird gelesen? Die Briefe werden immer mehr. Sie haben insofern die Wirkung, dass die Stadtverwaltung uns immer sagt, nicht so viel, wir kommen nicht hinterher. Wir sagen doch, aber das sind Hinweise, die müsst ihr ernst nehmen, weil da sind Probleme, da müsst ihr nachbessern. Und wenn ihr das Personal nicht habt, dann bittet den Gemeinderat, euch mehr zu geben. Und was sie noch gesagt haben, ihr habt die Kesselbox. Wir haben quasi zeitgleich angefangen, eine ähnliche Entwicklung zu machen. Wir arbeiten mit der Kesselbox heute zusammen. Wir müssen kurz zwei Sätze sagen. Ja. Kesselbox montiert man sich quasi ans Fahrrad hin. Genau. Und dann wird der Autofahrer oder wer immer einen überholt, wird gemessen mit dem Abstand, da kann man sehen. Genau. Halten die ihre 1,50 Meter ab oder ist es dichter oder sind die weiter weg oder so? Genau. Die Daten werden gesammelt und wir setzen mit der Uni Stuttgart auch gerade ein System auf, wo die Daten gesammelt werden können und dann auch nachher ausgewertet werden. Und wir haben ein System, das funktioniert sehr ähnlich. Wir kriegen am Ende den gleichen Datenoutput und messen das auch in Stuttgart. Nur ihr habt jetzt die Kooperation mit der Kesselbox. Unsere Open-Bike-Sensoren sind deutschlandweit sind schon 100 Stück unterwegs, in Stuttgart ungefähr 10. Ja. Funktionieren gleich, beides sehr spannende Projekte. Was ich bei der Kesselbox toll finde, es waren Studierende, die das gemacht haben. Genau. Also total toller Startup-Gedanke. Und ein Beispiel zum Extremfall in Stuttgart, Kaltenthaler Auffahrt. Da bin ich selbst mit meinem normalen Fahrrad langsam, da fahre ich 15 km pro Stunde. Ich darf da 40-50 fahren. Die Autos fahren in der Regel schneller. Und es ist gar nicht genug Platz, um auch nur irgendwie mit mehr als einem Meter Abstand zu überholen. Und das Im Unterteil, ja? Genau, es gibt Stellen, die sind gut. Und wir haben ein Stück, das ist ungefähr 600 Meter lang. Da können wir sagen, da sind über 90% der Überholvorgänge illegal. Das können wir heute schon sehen. Und das können wir jetzt aber darstellen. Und das hängt einerseits damit zu, dass viele das einfach nicht kennen. Sitzen im Auto, man fühlt sich sicher. Ja. Kennt vielleicht auch gar nicht das Gefühl, wie das ist, wenn da einer mit 50, 60 vorbeiballert. Ich muss Ihnen den Fahrlehrer fragen, den Punkt. Herr Glima, da ist es eng, da ist eine Radspur, auf der fahre ich. Normalerweise fährt der Radfahrer ein bisschen seitlich, weil er Angst hat vor der aufgehenden Tür. Und dann kann sich ein Auto gerade noch so vorbeidrücken. Die müssten eigentlich hinter den Radfahrern bleiben, oder? Wenn ich die 1,5 Meter nicht einhalten kann, ist Überholverbot. Darf ich nicht überholen? Also wenn man das vielleicht mal auf die Fahrerlaubnisprüfung bezieht, wenn er da nicht dahinter bleibt, sondern überholt, dann ist die Prüfung mit Nichtbestanden beendet. Ja. Also das lernt man auch in der Fahrausbildung sehr konsequent. Das Abstand halten oder jetzt auch die neue Regel, Schrittgeschwindigkeit beim Rechtsabbiegen für LKWs, wenn Radfahrer von hinten kommen und so weiter.
diese ganzen Regelungen. Allerdings ist es eben auch manchmal unrealistisch. Der Bundesverkehrsminister schreibt jetzt außerorts 2 Meter vor Abstand. Und jetzt habe ich so eine kleine Fizinalstraße, 3 Kilometer berghoch, wo ich die 2 Meter gar nicht einhalten kann, weil der Platz nicht ausreicht. Da ist es verboten zu überholen. Aber es ist irgendwo dann auch wieder verständlich, wenn der Autofahrer, wenn es ihm irgendwann zu tun wird. Wenn er vorsichtig vorbeifährt. Also das ist dann auch eine Frage der Regelakzeptanz. Okay. Die Regel ist ja sinnvoll, ohne jeden Zweifel. Ja. Aber man müsste dann eben auch die Regel der Infrastruktur anpassen oder die Infrastruktur der Regel. Zum Abschluss haben wir auch noch einen Leserbrief bekommen. Da schreibt ein Leser, die Idee mit der Quetzelbox, die gefällt mir. An diesem Projekt würde ich gern teilnehmen. Allerdings nicht als Radfahrer, sondern als Autofahrer und noch lieber als Fußgänger. Und dann schildert er, wie er durch eine verkehrsdichte Straße gefahren ist in Stuttgart. Und er mit dem Auto langsam hat sich an die Geschwindigkeitsregel gehalten und wurde mehrfach eng von Radfahrern überholt. Und da schreibt er am Schluss, schließt dann seinen Brief, ich fühlte mich im Auto noch einigermaßen geschützt, als Fußgänger nicht. Herr Klima, gibt es da nicht auch einen Mindestabstand, den der Radfahrer halten müsste, wenn er so ein Auto überholt? Wissen Sie das? Also im Prinzip, ob das jetzt von der Vorschrift her ist, ist doch gar nicht so entscheidend. Mhm. Es geht doch ums Überleben. Mhm. Wenn eine Autotür aufgeht oder wenn der Radfahrer ausschert, das lernt man selbstverständlich in der Fahrausbildung und auch in der grundschulischen Radfahrausbildung lernt man das ja schon, dass man Abstand halten soll. Denn das ist doch das Problem. Nehmen Sie doch allein die geöffneten Türen. Ja. Da ist ja neuerdings dieses Schlagwort vom Holländergriff ins Spiel gekommen. Also praktisch die Tür erst aufzumachen, nachdem er sich hinten rumgedreht hat und geguckt hat. Ja. Das lernt man in den Fahrschulen seit 50 Jahren. Bloß hat niemand den Begriff Holländergriff. Also mit Holländergriff hätte ich mir das gemerkt. Aber der Begriff ist jetzt halt ein bisschen trendy gekommen. Aber eine Fahrerlaubnisprüfung kann in letzter Sekunde noch enden, wenn der Bewerber zurückgekommen ist an den Ausgangsort und dann sagt der Prüfer, Fahrzeug fertig abstellen, sichern und aussteigen. Da hat schon mancher im Überschwang, ich habe es geschafft, vergessen hinten zu gucken. Also das lernt man. Aber natürlich sollte der Fahrradfahrer Abstand halten aus Selbsterhaltungstrieb, ob das jetzt eine Regel ist oder nicht. Der Radfahrer ist ja der Schwächere. Sie haben da eben was gesagt, das fand ich ganz spannend, auch bei den Überholen im kalten Teil. Also ich glaube, wir können ganz vieles über Regeln lösen. Mhm. Auch über die Ausbildung, das Verständnis, auch, dass wir vielleicht aus einer Kultur schaffen, dass mehr Menschen Fahrrad fahren, auch mehr zu Fuß gehen und dann einfach auch mal eine andere Perspektive einnehmen. Da können wir viel erreichen. Viele Sachen im Verkehr sind aber zumindest mal für den Autoverkehr so gestaltet, dass sie intuitiv richtig gemacht werden. Der ist gar nicht ausgedacht, aber wir wissen, wir können das Auto setzen und intuitiv kommen wir sicher ans Ziel. Mhm. Das ist beim Radverkehr und beim Fußverkehr eben auch noch nicht so. Und ich glaube, da muss auch die Stadtplanung ansetzen. Und da kommen langsam Sachen. Also ihr Leser, den können Sie sagen, am Marienplatz gibt es zusammen mit der Uni Stuttgart ein Forschungsprojekt, das diese Überholabstände auch versucht mit einem anderen System, aber zu messen. Wie überholt, da geht die Hauptradroute 1 auch durch. Wie übergeht der Radverkehr, der da durch den Fußverkehr geschickt wird, wie läuft es da ab? Und da ist es gut, dass wir das Wissen aufbauen. Aber gleichzeitig müssen wir uns auch, glaube ich, vor Augen führen, dass es nicht möglich ist, eine Hauptradroute, die ja sowas in die Bundesstraße vielleicht ist, mitten durch einen Aufenthaltsort wie den Marienplatz, wo Leute feiern, sitzen, sich entspannen und ihre Kinder laufen lassen, mitten durchzuschicken. Da werden wir nie eine Infrastruktur finden und nie so eine Rücksichtnahme entwickeln, dass das sicher funktioniert. Und da geht es nur, dass wir wirklich getrennte Radwege haben. Da hat der Radverkehr seinen Platz, da hat der Autoverkehr seinen Platz, da haben die Fußgängerinnen und auch die Leute, die entspannen ihren Platz. Ja. Und das kann schon viel mehr erreichen, weil bis wir die ganze Bevölkerung so sozialisiert haben und ausgebildet haben, da bin ich in Rente. Ausbildung ist super. Es ist viel gerade von Hundeführerschein die Rede. Brauchen wir einen Fahrradführerschein? Herr Klima, was brauchen wir sowas? Sowas gibt es ja letztendlich. Man lernt es ja in der Grundschule schon. In der 3. oder 4. Klasse macht ja jeder in Anführungszeichen den Radfahrführerschein. Es wäre aber trotzdem sinnvoll, auch ältere Verkehrsteilnehmer, ob das jetzt Radfahrende oder zu Fuß gehende oder sind, immer wieder für die andere Perspektive zu sensibilisieren. Das ist ja nur eine Frage des Einnehmens der anderen Perspektive, ob man da jetzt trainieren muss oder das über Videos oder Computeranimationen macht, ist überhaupt nicht die Frage. Das Problem ist, dass viele Leute zwar wissen, dass man 1,5 Meter Abstand einhalten soll, so wie man 5 Meter wegparken soll von der Kreuzung, aber dass viele Leute in diesem kleinen Bereich gar nicht schätzen können. Die Leute sind oft in der Tat der Überzeugung, ich halte doch genug Abstand. Und es hält halt einer Messung nicht stand. Ja, ich, also
Ich habe es eben schon gesagt, ich habe durch den Fahrschulunterricht viel mehr über das Fahrradfahren gelernt. Mhm. Also auch zum Teil als Schüler, das mit dem Licht, das hat 10 Euro gekostet, das konnte ich mir nicht leisten. Also wollte ich mir nicht leisten. Mhm. Als ich das erste Mal in einem dunklen Auto gefahren bin und dann war da so ein Fahrradfahrer auf einmal vor mir, mein Fahrlehrer, der sagt, hey, da ist ein Fahrradfahrer, der hat kein Licht, aber damit musst du rechnen. Ja. Seitdem fahre ich nur noch mit Licht, weil mir es einmal bewusst geworden ist, wie ist diese Situation aus einer Perspektive, weil aus dem Fahrrad zu Fuß bist du so langsam, da siehst du Fahrradfahrer und Licht rechtzeitig. Mit 30, 40 ist es nicht mehr der Fall und von daher finde ich es wichtig, also glaube ich einerseits, dass man durch den Autoführerschein schon sehr viel lernt. Mhm. Der Kinderführerschein in der Schule, ich glaube, der reicht erstmal aus, dann so einen Aufwand zu machen, wäre viel zu viel Bürokratie. Ja. Die Frage ist dann nachher, wenn immer weniger Menschen Führerschein machen, wie viel lernen denn noch überhaupt noch diese Regeln für die Verkehrsteilnahme? Mhm. Und das ist dann wieder ein anderer Punkt, weil ich glaube, grundsätzlich muss sowas irgendwie schon nahegebracht werden. Mhm. Das können Eltern alleine nicht stemmen. Vorletzte Frage, wird immer wieder diskutiert, brauchen wir eine Helmpflicht? Nee. Nicht. Also es ist nachteilig, wird immer wieder diskutiert und ja, der Helm macht einen Teil sicherer, er verhindert aber gar keine Unfälle. Und ich habe hier einen Kopf, ich habe hier noch ganz viele andere Organe. Ich kann also gar nicht die ganzen Unfälle so sicher machen, dass ich wirklich viele Leben rette. Und wir sehen das in den Niederlanden, da haben wir eine Helmquote, die ist weit, weit unter 10%. Mhm. Der Radverkehr ist einfach sicherer, weil es sichere Wege und weil es einfach weniger Unfälle gibt. Mhm. Und das ist ein Ziel, wo wir hinkommen müssen. Für mich ist die Helmdebatte so ein Ding, das Politiker mit wenig Ambitionen nochmal, da reden wir drüber. Mhm. Kann man vielleicht sogar einführen. In Australien hat es gemacht, der Radverkehrsanteil ging runter, hat wieder Nachteile für die Gesundheit. Mhm. Lohnt sich einfach am Ende nicht. Ja, aber das Bessere ist doch der Feind des Guten. Wenn ein Helm nur einen Toten verhindert, der irgendwo, egal ob jetzt durch einen Fahrfehler oder durch eine nasse Straße oder durch einen Verkehrsverstoß eines anderen stürzt und er knallt halt mit dem Kopf aufs Pflaster, dann ist der Helm halt doch was Gutes, gell? Ja, er ist auf jeden Fall sinnvoll. Also ich möchte das auch gar nicht abschreiten. Ja. Wer will, sollte das machen. Mhm. Okay. Ich hätte nur zu viel Angst, dass wenn ich gezwungen bin, dass niemand mehr Fahrrad fährt oder viel zu wenig Leute. Und dann haben wir wieder Leute, die unaufmerksam im Auto sind und wenn die einen Fehler machen, ist der Schaden größer. Sie wissen, Motorradfahrer, Helmpflicht ist für euch gar kein Thema mehr, aber es gab mal vor vielen, vielen Jahren, das weiß ich ja schon gar nicht mehr, gab es eine Fernsehsendung mit dem Oberstaatsanwalt aus Nürnberg, heiteres Beruf erraten. Und der hat das Motorradfahren aufgehört, als die Helmpflicht kam, weil er keinen Bock mehr gehabt hat, mit dem Helm rumzufahren. Also, und das ist ja die Angst von euch Radfahrern und von den Radfahrern, dass man sagt, dann steigen viele Leute nicht mehr aufs Rad, weil es dann wieder überbürokratisiert wird. Habe ich es richtig so wieder? Ja, oder weil es einfach unattraktiv ist. Also ich meine, meine Frisur, ich habe mir die Haare heute gekämmt, das reicht, da gehe ich ins Büro und strömpel durch. Okay. Aber Leute, die sich zum Beispiel groß frisieren oder so und dann ins Büro müssen, also die fahren dann Auto. Andererseits, wenn man anguckt, was beim Skifahren in den letzten Jahren passiert ist, da gibt es überhaupt keine Pflicht. Aber es steht am Skilift fast keiner mehr ohne Helm, weil es vernünftig ist. Ja, und ich glaube auch kalte Ohren kriegt, oder? Ja, ja, gut, aber das könnte man mit der Mütze machen. Nee, tatsächlich, ich glaube, die meisten Menschen machen sich Gedanken drüber. Ich sehe aber zum Beispiel heute auch, dass da, wo viele Helme getragen wird, da sehen wir auch, dass die Infrastruktur schlecht ist, weil die Leute Angst haben. Das heißt, sie merken, ich komme unsicher ans Ziel und dann schützt man sich als Fahrradfahrer so gut es geht, dann zieht man Warnwesten an, um nicht übersehen zu werden, dann macht man, was man eben kann. Aber wir müssen uns auch klar machen, alles, was ein Fahrradfahrer machen kann, aufpassen, langsam fahren, vorausschauen fahren, das verhindert noch viel zu wenig Unfälle. Und selbst wenn das passiert, wie gesagt, der Helm ist nur ein Teil von allen Unfällen. Von daher, Helmpflicht lenkt mir zu sehr vom Thema ab. Ja, vielen Dank für dieses informative Gespräch. Jetzt seid ihr nicht aufeinander losgegangen, wie ich es am Anfang prophezeit habe. Hau den Lukas, fand ich nicht statt. Ich finde trotzdem gut, dass Sie da waren. Ich bedanke mich recht herzlich und ich wünsche beiden, egal mit wem Sie sich bewegen und auch Ihnen, meine Damen und Herren, ich wünsche allen gute Fahrt und kommen Sie immer gut in Ihr Ziel. Vielen Dank. Das wünsche ich auch. Ach so, und falls ihr kein Video von uns versäumen wollt, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, tut auch nicht weh.